26. Februar. Vom Umgang mit Gottes Wort. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. 5. Mose 6, Verse 6 bis 7. Geistliches Wachstum wird sich nicht ohne den regelmäßigen Umgang mit dem Wort Gottes einstellen. Physisches Wachstum ist in derselben Weise an regelmäßiger Nahrungsaufnahme gebunden. Darum gehört Essen auch zu den alltäglichen Notwendigkeiten. Wenn du sonntags zur Gemeinde gehst und dir eine Predigt anhörst und meinst, das würde für die ganze Woche ausreichen, hast du dich getäuscht. Du isst ja auch nicht ein Steak am Sonntag und erwartest, dass es bis zum nächsten Sonntag ausreicht. Du musst jeden Tag Nahrung zu dir nehmen. Dasselbe trifft im geistlichen Bereich zu. Um für optimales Wachstum zu sorgen, musst du dich täglich vom Wort Gottes ernähren. Reife Christen haben die Erfahrung gemacht, dass das Weitergeben des Wortes Gottes noch weit herrlicher ist, als sich nur selbst davon zu ernähren. In diesem Sinne trifft das Sprichwort zu: Je mehr du gibst, desto mehr wirst du behalten. Ich habe bei mir folgende Tendenz festgestellt: Dinge, die ich andere lehre, bleiben in meinem Gedächtnis. Dinge, die ich nur lese und nicht weitergebe, vergesse ich wieder. Richte dein Augenmerk also darauf, die Dinge, die du selbst aus dem Wort Gottes gelernt hast, auch weiterzugeben.